Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Pressekonferenz, diesmal eine Pokalpressekonferenz anlässlich unseres morgigen Spiels im Saarlandpokal Halbfinale beim FC Homburg. Wir gucken auf das Spiel mit unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel, hallo, und mit unserem Pokalstürmer, kann man fast sagen, Justin Steinkötter, hallo. Hallo. Müssen wir tief durchatmen, nochmal an Sonntag denken, war so ein Moment, Rüdiger, wie früher im Partykeller, alles ist in guter Stimmung, da kommt einer rein, macht das Licht an und sagt, Schluss mit lustig. Wie kann man mit 2 Tage Abstand erklären, dass man gegen Dresden bombig gespielt hat und dann in Meppen anders? Ich glaube, kann man nicht erklären, war überraschend. Ich glaube, entsprechend gibt es diese Highlight-Spiele, die wir zu Hause hatten, gibt dann einfach auch schlechte Spiele jetzt gegen den Letzten. Muss auch anerkennen, dass das, was die Defensive anbelangt, dann Meppen auch gut gemacht hat und wir einfach zu langsam gespielt haben, zu unsauber gespielt haben, um uns wirklich klare Tormöglichkeiten rauszuspielen. Dass das einfach keine gute Leistung war von uns, wissen wir. Von daher müssen wir da das wieder ändern und müssen da in den nächsten Spielen, die da kommen, morgen angefangen, einfach eine deutlich bessere Leistung bringen, dass wir die Spiele gewinnen können. Justin, du warst ja mit dem Bus, Rückfahrt war wohl nicht so toll. Ja, war nicht so eine gute Stimmung, ne? Natürlich, ich sag mal so, waren alle ein bisschen geknickt, aber wir müssen jetzt weitermachen, müssen gegen Homburg was anderes zeigen, besser spielen und dann werden wir auch gegen 1860 besser spielen und also wir sind jetzt, sage ich mal, nicht mehr so weit weg, 3 Punkte zu Dresden, also da muss man halt Gas geben, Alter. Ne? Jetzt findet das Spiel morgen in Homburg unter völlig veränderten Rahmenbedingungen statt, wie wir am Wochenende noch gedacht haben. Homburg hat einen neuen Trainer, wir haben eine Option auf dem Pokal ein bisschen nach hinten geschoben durch den Tabellenplatz 6 jetzt. Wie wichtig ist es jetzt morgen in Homburg mit Blick auf das Minimalziel DFB-Pokal das Spiel zu gewinnen? Von außen betrachtet Rahmenbedingungen ein bisschen verändert. Trotzdem steht am Anfang 0-0 und stehen 11 Spieler von Homburg auf dem Platz, 11 Spieler von uns. Also für mich hat sich jetzt nicht so viel verändert, weil wir haben ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen. Und so gehen wir das einfach an. Klar ist eine Möglichkeit, mit dem Sieg fast schon den DFB-Pokal sicher zu machen, wenn Elversberg entsprechend die Position hält und auch ins Finale kommt. Aber unabhängig von Konstellationen, jetzt was gegen Meppen war, wie die Tabelle in der dritten Liga aussieht, wissen wir um die Bedeutung des Spiels. Ich glaube, viele Zuschauer, die mitkommen, denen wollen wir einfach ein gutes Spiel auch liefern und ganz klar das Spiel gewinnen, dass wir dann ins Finale kommen können. Justin, es werden ja morgen einige mitfahren, fast ein Heimspiel. Wie wichtig ist das trotzdem, dass wir am Sonntag jetzt in Meppen nicht gewonnen haben, den Rückenwind der Fans zu spüren? Ja, es ist ein Derby. Ich denke, es wird ein gutes Spiel. Natürlich ist es immer gut, wenn die Fans uns antreiben. Es waren auch viele schon in Meppen, die auf den Sonntag so eine weite Fahrt gemacht haben. Ja, die haben uns auch angetrieben. Natürlich war es jetzt kein gutes Spiel von uns. Jetzt müssen wir gegen Homburg halt eine bessere Leistung zeigen und dann werden wir auch das Spiel gewinnen. Du hast ja Homburg mal geguckt. Nicht nur einmal. Nicht nur einmal. Was erwartest du? Eine veränderte Mannschaft? Sven Söder wird auf der Bank sitzen? Oder glaubst du, dass die im Grundgerüst gleich bleiben? Ich denke, im Vergleich zum Spiel am Wochenende gehe ich maximal von 2-3 Veränderungen aus. Und auch Spieler, die vorher öfter mal gespielt haben, ob jetzt ein Mendler reinkommt, ob ein Eisler reinkommt, ist mit Sicherheit eine Option. Am Ende sind die Spieler, die vorher auch schon da waren, wo wir die Mannschaft darauf vorbereiten werden, Videomaterial auch zeigen, dass wir da entsprechend das auch die Mannschaft vorbereiten. Ich
Kann natürlich so ein Brustlöser sein, dieser Trainerwechsel, aber es soll uns eigentlich nicht interessieren. Egal in welchem System das sie spielen, egal welche Spieler auf dem Platz stehen, müssen wir einfach eine bessere Leistung abrufen, an unser Maximum rankommen und dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Wenn wir die Leistung einfach nicht auf den Platz bringen, dann wird es schwer, wird es ekelhaft, wissen wir schon. Von daher, ich glaube, Konzentration auf dieses eine Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen. Mit welchem Kader gehst du morgen an die Sache ran? Ich gucke schon mal. Sebi Jakob, Steven Zellner fallen weiterhin aus, ist klar. Tobi Jennecke ist mittlerweile so teilintegriert im Training. Dann Julius Biada ebenso teilintegriert, wird aber auch morgen noch nicht dabei sein. Manuel Zeitz wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren aufgrund seiner Blockade im Rippenbereich. Da bleiben wir dran, dass das vielleicht klappt, aber dann auf Hinblick für Sonntag klappen muss. Und Richard Neudecker hat Knieprobleme und wird auch morgen nicht zur Verfügung stehen. So viel zum Kader. Kommen wir nun gerne zu den Fragen. Ja, ich widerspreche dem Trainer selten oder gar nicht. Aber du hast auch gesagt, die Highlight-Spiele, ich wollte Julian da noch fragen, die war ja jetzt für mich das vierte Mal in einem Jahr, nach meinem Mama zum Beispiel erzählt, dass nach einem Highlight-Spiel dann im Tal kam, das war dann Ferl nicht so gut, es war jetzt Neppen nicht so gut, Essen will ich jetzt mal ausnehmen, da waren wir verloren, aber da waren ja auch die Essener gut. Ist das ich sehe da ja fast ein Muster, dass man sagt, man hat gute Spiele, über alles gelobt, jeder sagt, das ist eine tolle Mannschaft, die steigen auf und dann kommt ein Tal, wo dann plötzlich nichts mehr geht. Ist das eine Mannschaft irgendwie ein Thema oder kann man das nachvollziehen oder übertreibe ich da jetzt ein bisschen? Ist das für mich? Ja, ich frage weiter, ob ich das antworten will. Ich habe keine Ahnung. Du stellst ja die Frage. Ja, ich weiß nicht, wie ich das nachvollziehen kann, wie das passieren kann. Ja, klar, es ist schwierig, aber es ist vielleicht auch ein bisschen menschlich manchmal so. Trotzdem, da arbeiten wir dran, dass das halt besser wird, dass wir in den Spielen dann, die wo wir auch als klarer Favorit reingehen, dann auch entsprechend eine gute Leistung bringen. Das haben wir auch schon gezeigt. Also ist das jetzt nicht so, das Muster, dass das immer so ist, war jetzt nach dem Dresden-Spiel ernüchternd, definitiv. Aber wir haben schon gezeigt einfach, dass wir auch gegen einen tiefstehenden Gegner bespielen können, Torchancen ausspielen, gewinnen können. Und von daher werden wir auch morgen einfach Lösungen haben, wenn sie tief stehen. Wobei ich jetzt auch glaube, dass Homburg da aktiv sein wird, eine eigene Qualität auf den Platz bringen möchte, weil sie das Spiel auch gewinnen möchten. Von daher wird es eben ganz anderer Charakter sein, wie das jetzt das Spiel im Meppen auch war. Du vielleicht noch, wie man das erklären kann, diese Achterbahnfahrt? Ja, ich sage so, die Spiele halt letztes Jahr gegen Oldenburg und so haben wir halt auch gewonnen. Wenn wir da frühzeitig ein Tor machen, sieht es auch halt auch immer anders aus. Ich sage, gegen Dresden ist halt auch immer, da spielen beide Mannschaften mit. Die anderen stehen halt immer ein bisschen tiefer. Ja. Ja, klar, man kann das ja vergleichen. Das ist schon immer die Spiele. Ja, deshalb, also. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gezeigt, es ist ja nicht so, dass wir es können. Das ist das unerklärlich. Ja, natürlich können wir das. Ich glaube, es kommt halt auch immer auf die Tagesform ab. Natürlich geben wir immer alles, aber manchmal klappt es dann nicht. Manchmal will der Ball nicht rein. Ja. Rüdiger, kannst du ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie du diesen Spagat zwischen diesem Renommee-Spiel in Homburg und 1860 am Sonntag hinbekommen kannst, willst? Also ich habe überhaupt gar nicht 1860 im Kopf, das Spiel. Also das spielt für mich jetzt überhaupt gar keine Rolle. Deswegen gibt es auch keinen Spagat. Am Ende haben wir morgen ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen, Pokalspiel, wissen, dass das schwer wird und fokussieren uns komplett auf dieses Spiel. Und wenn das Spiel gespielt ist, hoffentlich mit einem erfolgreichen Ausgang, werden wir morgen früh uns komplett auf 1860 konzentrieren, gucken, was sie gut machen, was sie schlecht machen. Aber bisher ist das noch nicht in meinem Kopf drin. Im
letzten Pokalspiel hat Tim Paterock gespielt. Wie wirst du dich auf der Torwartposition entscheiden? Und wenn Justin schon da sitzt, wie groß sind seine Einsatzwahrscheinlichkeiten? Ja, Tim Paterock wird auch morgen spielen. Hat er sich durch die Trainingsleistungen auch verdient. Hat im Pokalspiel, wo er nicht viel zu tun hatte, auch gut gespielt. Von daher war das auch im Sommer, glaube ich, die Thematik, dass man einen Torwart dazugeholt hat, der auch Potenzial hat, Stammspieler zu sein, um da maximal gut aufgestellt zu sein. Und deswegen wird er auch morgen dann spielen. Und es wird für morgen dann auch so eine Mischung geben aus Spielern, die am Sonntag in Meppen gespielt haben, aber auch dann Spieler wie Justin jetzt, die nicht zum Einsatz gekommen sind und in der Startelf stehen. Das heißt, wird einfach eine Mischung sein. Ja, der Blick von Justins Antwort war gerade eben schon ganz gut. Die ging eigentlich nur auf den Blick Richtung 1860, ganz am Anfang beim ersten Statement. Wie ähnlich an die Frage mit dem Spagat, was für eine Elf werden wir denn erwarten also morgen? Und wie viel Sonntagsgedanken sind dann wirklich auch schon bei der Startelf mit drin? Dass man geht mit der vollen Kapelle rein, als wäre es ein ganz normales Drittliga-Topspiel vom Kader her, oder denkt man, 60 ist dann doch irgendwo im Hinterkopf vielleicht ein bisschen schon? Also unser Kader ist einfach so bestückt und die letzte Woche ist so auch gelaufen mit ein paar kränkelnden Spielern, dass es einfach sinnvoll ist, dann auch durchzuwechseln. Und am Ende wir einfach eine gute Qualität im Kader haben und das machen zu können. Ich sage jetzt Spieler, die halt letzte Woche nicht komplett trainiert haben oder aber diese Belastung von der englischen Woche, denen auch nicht gut tut, werden dann entsprechend dann auch morgen nicht auf dem Platz stehen. Werden alle dabei sein, dass wir da entsprechend auch reagieren können. Aber am Ende einfach da zu sehen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Spieler, der letzte Woche nur zweimal, dreimal trainiert hat, den jetzt krankheitsbedingt nur trainiert hat, den jetzt dann in die englische Woche zu jagen, macht halt keinen Sinn. Ja, vorhin bei deiner Aufzählung war Mike Franz jetzt nicht dabei. Wie ist denn der Stand der Dinge bei ihm eigentlich? Er hat jetzt knapp zwei Wochen komplett mit der Mannschaft trainiert und wird auch entsprechend morgen dabei sein. Das ist auch ein Kandidat, der dann spielen kann. Ja, Justin war letztes Jahr dabei, als es die böse Überraschung gab in Homburg. Wie bitter schmeckt das immer noch, dieses Halbfinale aus letztes Jahr? Ja, natürlich war es sehr bitter, dass wir dort verloren haben. Aber ich glaube, wir haben daraus gelernt. Wir sollten jetzt ganz anders ins Spiel gehen. Also natürlich ist es ein Derby. Man geht da top motiviert rein. Ich glaube, wir haben letztes Jahr ein, zwei Fehler, die bestraft wurden. Aber ja, die sollten wir einfach nicht machen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir morgen dort gewinnen. Was habt ihr denn gelernt aus dem letzten Jahr? Ja, klarer spielen. Einfach unser Spiel aufziehen und dann werden wir dort gewinnen, ja. Auch die Frage an Justin. Der Trainer hat ja jetzt schon gesagt, dass du morgen spielen wirst. Du hast jetzt relativ wenig Einsatzzeiten die letzten Wochen gehabt. Siehst du das dann auch als Bewährungschance für einen neuen Vertrag oder für andere Vereine oder ist der Fokus einfach nur dieses eine Spiel? Ja, der Fokus liegt halt erstmal auf morgen. Ich möchte mich morgen natürlich auch beweisen für die nächsten Spiele. Wenn der Trainer mich dann braucht, bin ich da. Deshalb möchte ich morgen Gas geben, mich auch belohnen, vielleicht mit einem Tor. Und ja. Ich habe gerade eben noch in Homburg, beim Rekara hieß es ja, das war auch ein Impuls, diesen Trainer zu wechseln, um eben Saarbrücken zu ärgern, auch morgen nochmal, um nochmal einen Ruck reinzukriegen. Also da ist der Siegeswille ungebrochen, zumindest nach außen. Was muss bei euch passen, dass ihr morgen Homburg schlagen werdet im Waldstein? Wenn immer zwei dazu, einer der ärgern möchte und der andere der es ärgern lässt. Und wir treten da morgen an, dass wir uns halt nicht ärgern lassen, sondern dass wir einfach selbstbewusst unsere Qualität auf den Platz bringen, unser Spiel durchziehen, ekelhaft sind, eine Intensität einfach wieder haben, dass wir direkt zeigen, dass wir der klassenhöhere Verein sind und unbedingt dieses Spiel gewinnen möchten.
Gibt es weitere Fragen? Ja, darf ich noch kurz zu den Rahmenbedingungen fragen, was jetzt von FCS-Seite schon so an Zuschauern zu erwarten ist? Und, ja. Also wir schätzen erfahrungsgemäß mit 3.500 bis 4.000 Zuschauern aus Saarbrücken. Homburg rechnet mit 6.000 plus X. Kann man sich also leicht ausrechnen, das könnte ein Heimspiel werden. Entsprechend ja, motiviert wird die Mannschaft dann auch unterstützt werden. Frage an Rüdiger, du hast eben gesagt, dass Richie Neudecker Knieprobleme hat. Ist das was Gravierenderes oder ist das so eher eine Schonung im Hinblick auf 60? Er war heute Morgen beim Arzt. Es hat jetzt heute Mittag dann eine MRT-Untersuchung. Und muss man einfach sehen, was dabei rumkommt. Er kann sich selbst nicht erinnern aus dem Spiel, in welcher Situation das passiert ist. Er hat die Schmerzen, sind von gestern auf heute auch nicht besser geworden. Deswegen lassen wir das einfach abklären. Ja, dann kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Morgen 18:30 Uhr, Saarland-Pokal-Halbfinale im Waldstadion Homburg. Live im Livestream beim SR und bei uns im Fanradio. Wir hoffen auf eine gute Stimmung, auf ein rasantes Spiel. Das ist es ja immer bei den beiden. Das wahre Saarland-Derby, das dann morgen da stattfindet, hoffen wir, dass das gut über die Bühne geht mit einem entsprechenden Ausgang für uns. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder, wenn es dann darum geht, das Spiel zu analysieren und auf 1860 München zu blicken. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.